das war aber eng. Das war ein kleines bisschen eng. Okay. Und dann müssen wir jetzt hier wieder runter. Von welcher Seite kam ich? Achso, genau, ich bin auf das Schild zugeschwommen, das heißt, hier muss ich weiter. Wer macht das nicht, ne? Mal so durch so einen Reaktor tauchen. Das ist immer so das A und O. Das möchte immer jeder gerne machen. Jetzt kommen aber bestimmt wieder Gegner. Kann mir keiner sagen, dass wir jetzt hier keine Gegner vorgesetzt bekommen. Nee, scheint eher, als wenn gleich das ganze Gebäude hier zusammenkracht. Diese ganzen Erdbeben und so, die Erschütterungen. Ist euch schon aufgefallen, dass man damals, als man als erste Mal die Lampe bekommen hat, diese Lampe eigentlich gar nicht mehr ausmacht? Also ich habe die zumindest nonstop an. Hier auch in sehr regelmäßigen Abständen. Ist ja immer Booster, hell, hell, Booster. Okay, das haben wir. Dann geht's jetzt hier weiter. Da kriegen wir wieder was Leben geschenkt. Granate für diese Ecke hier reicht. Da wollte ich mehr tatsächlich nicht einsetzen. Und schon haben wir Munition wieder. Manuelle Überbrückung. Los geht's. Was passiert? Also wir kommen auf jeden Fall nicht weg. Jetzt kämen wir weg. Jetzt ist das Sicherheitsglas gebrochen. Ich wollte mir echt merken, wo die Strahlen kommen. Obwohl, gibt es da noch was zu holen? Nee. Doch, da. Doch. Ein bisschen was haben wir noch zu holen. Was hätten wir uns echt sparen können? Denn wir haben mehr Schaden bekommen, als dass wir da den Nutzen daraus gezogen hätten. Kopf einziehen, ducken, springen. Steht da
da mitten in dem Strahl und dem macht das nichts. Das finde ich jetzt aber nicht fair. Ach, shit. Ich habe gedacht, er würde ein bisschen länger deaktiviert sein. Das war ein Fehler. Da ist der Gegner. Der bis zu mir kommt. Ne, der haut erstmal einen Kollegen. Ach, die Hand. Die Hand. Schick die Hand rüber. Müssen wir jetzt den richtigen Zeitpunkt abpassen. Ups, und durch und weg. Geschafft. Auch hier wieder. Zwei Möglichkeiten. Hier jetzt eine Ladesequenz gab. Nee, ist das sogar richtig gewesen? Guck mal an. Das heißt, ich kann mir jetzt hier Klamotten holen. Komm hier nicht weiter, muss jetzt zurück. Und dann durch den Aufzugsschacht. Weil das war jetzt meine Variante. Hier wäre ich eigentlich als erstes hergegangen. Zum Glück, dass ich es nicht getan habe. So, einmal nach rechts, da ist grün, da ist grün. Da sind wieder meine Wachkollegen. Ne, ein Wachkollege. Der andere. Ah, hier, okay, hier ist wieder eine Ausrüstungskammer. Aber hier geht es diesmal runter. Das heißt, jetzt müssen wir erst auf die andere Seite. Nochmal zu der Wache. Denn hier ist nichts. Ne, dann gehen wir jetzt hier nochmal zu dem Wachraum. Moin. Echt? Geht das tierisch ab? Ich werde vorsichtig sein. Ich werde es versuchen. Du hältst einfach hier die Stellung und dann passiert uns allen schon nichts, denn nur durch deine Rückendeckung habe ich es bis hier überhaupt geschafft und überlebt. Das scheint mir jetzt hier tatsächlich weiterzugehen. Dann mache ich doch erst die andere Ecke. Dann gibt es hier bestimmt eben keinen Weg nach draußen, sondern nur wieder irgendein Loot. Da gibt es gar nichts. Hier gibt es gar nichts. Okay. Umsonst. Umsonst war das. Erst links. Erst hier gucken. Da ist nix. Die Tür ist auch zu. Okay, langer Gang. Hier werden Gegner kommen. Da ist etwas Grünes. Da müssen wir gleich lang. Da.
Gang ist mir zu lang. Guck ich erst, was hier ist. Okay, ist noch so ein grünes Ding. Kann ich da rein? Reizen würde mich das ja schon, aber ich weiß nicht, was dann passiert. Nichts. Hier passiert mir nichts. Okay, das ist schon mal gut. Gehe ich jetzt in die andere Seite? Ah, ein Teleporter. Ein Einweg-Teleporter. Nice. Nice, nice. Oh, das ist wieder so verhext mit diesem. Ich kann überall hingehen. Ich habe viele Wege. Und da unten. Dass die jetzt hier auch noch mit diesen Teleportern arbeiten. Bin ich denn hier bei Portal? Ach ne, das Portal waren ja die Durchgänge. Komme ich denn da irgendwie hin? Bestimmt. Aber wie? Da geht's doch runter, ne? Nee. Moment, wüsste ich jetzt dann nicht, wie man da hinkommt. Da ist eine Zuhtür und da sind wir reingekommen. Na gut. Nee. Also das ist hier nur zum Testen, dass man weiß, dass es die Teleporter gibt. Dass man nachher unten irgendetwas mit den Teleportern machen kann. Das ist so meine Prognose. Halt, ich wollte doch die Hand nutzen. Okay, hier geht's runter. Das heißt, hier kommen wir jetzt zu der Hand. Quatsch, nicht zu der Hand, zu dem. Zu diesen kleinen Bibbels, glaube ich. Paul. Wir haben One Jump and Run. Hier haben wir nur wieder Hinweise. Hier können wir nur wieder hin. Ne, halt, hier geht's rüber. Und zwar nur um den Loot da hinten abzugreifen. Das mache ich dann natürlich gerne. Okay. Aufzug? Doch, der hat Funktion. Ohne Gegner. Da warten die Gegner mich aber bestimmt oben. Nee. Siehst du wohl. Alles vernünftig geklappt. Eben gucken. Ja, von hier bin ich, dahin, dann bin ich hier erst links gegangen. Genau, ich bin da runter, bin da wieder hoch und jetzt bin ich hier. Und jetzt müssen wir teleportieren.